Ich ruf mal zu dem rüber. Ey, du! Ja, Arschloch! Es tut Ja, mir da wirklich unten, hinter leid, dir! Eurer Gnaden. Soldaten, wisst ihr, man muss es ihnen verdenken, aber ihr müsst es verstehen. Der Herr Ado kennt sie ja. Ihr könnt jetzt Hinter erkennen, dir, wie los, wohl, Mara, fass könnt deinen wohl Schwanz! erkennen, wie sich jetzt zwei andere Waldlöwen einen Spaß erlauben und sich jetzt wohl gerade ihren Kurzbogen vom Rücken streifen. Deuten wohl in eure Richtung und legen jetzt Pfeile auf. Wir sollten gehen. Ich greife nach meiner Waffe. Sind das Feinde? Können wir jetzt einfach die Dinger in dieser blöden Blutkerbe umbringen? Das kann doch nicht so schwierig sein. Meine Fresse, wir laufen Na dahin, los. bringen die alle um und gehen wieder. Wir sind schon über der Brücke oder müssen wir noch an denen vorbei? Nee, nee, ihr seid schon über der Gerner drüber. Er steht jetzt auf der Reichsstraße. Vor euch könnt ihr nichts als leere Straße und die toten Felder erkennen. In einer relativen Entfernung könnt ihr wohl noch die Trümmer und Ruinen von Neuost-Werheim erkennen, die ihr ja beim letzten Mal schon umgangen seid. Aber ansonsten sind nur noch hinter euch diese, in Anführungsstrichen, Soldaten. So, wir gehen jetzt einfach, zeig mal deine Hand her, nach da. Ja, Kriegt ihr los. alle hin, oder? Also gut. Ich denke, es ist angebracht. Wir müssen uns nicht in jede Angelegenheit einmischen und wir sollten jeden Kampf umgehen, wenn es geht. Ja, so könnt ihr der Straße nicht folgen, sondern eurer Tätowierung, eurem dunklen Mal, was ja von Korian mit Blut dann gezeichnet ist und dann relativ viel Ausschlag gibt, in Richtung Nordosten-Nord, also der Gernaht folgend, eigentlich direkt der Gernaht entlang. So das Ziel. Dann verlasst ihr natürlich die Straße und würdet dann irgendwann in die Hügellande einbiegen, aber sicherlich werdet ihr so irgendwann zum Ziel kommen. Ich werde die Reise nutzen und gleich mal Hesindes Maßgaben nachgehen und der Geweihten so ein paar kleine Kniffe erzählen. So Hand zur Faust ist stehen bleiben, Hand flach ist auf den Boden legen, sowas. Ja, also möchte sie ein bisschen Attack der Kriegskunde vermitteln. Ja, so ganz grob. So dass sie zumindest weiß, wann sie ruhig sein soll und wann sie sich auf den Boden schmerfen soll. Gut. Alles klar. Ja, das findet sie sehr interessant. Du merkst auch, dass sie wohl selber Kenntnisse in Attack hat und findet das dann ganz spannend, so diese militärischen Spezialisierungen kennenzulernen. Super. Und dann erzähle ich vielleicht noch ein bisschen was über Taktiken des Mittelreichs und so. Gut. So könnt ihr der Gernaht folgen, die ja, stromaufwärts werdet ihr wohl laufen. Also der Fluss fließt in die andere Richtung. Nach einigen Meilen kann wohl auch Rafim die großen Steine erkennen, die wohl vor langer Zeit von Trollen in das Wasser gelegt worden sind. Zumindest kann sich nur so erklären, wie man so große Steine hierhin bewegen kann. Und nach ungefähr 5 Stunden erreicht ihr die Hügellande von Limpurg. Ja. Um euch herum könnt ihr immer weniger erkennen. Es ist ein bisschen hügeliger. Das Land ist nicht sehr bewaldet, aber es ist ein stetiges Auf und Ab, bis ihr dann ein kleines Lager erkennen könnt, was sich hier wohl aufgeschlagen hat. Gerade habt ihr die Hügellande verlassen und konntet dann auf einer der letzten Kuppeln erkennen, wie dort unten im Tal dann ein paar Soldaten sitzen oder Söldner. Zumindest tragen sie Wappenröcke. Mit einer Schlange darauf. Ja, ich reiße erstmal die Faust hoch und lege einen Finger an die Lippen, dass alles still sein soll und setze mich ab. Kennt ihr die Wappen? Sieht das nicht wie eine Schlange aus? Irgendwas Längliches, ja. Ich dürfte gerne mal Heraldik würfeln. Viele Punkte sind gut, also da würde sich auch sowas wie ein Mirakel lohnen, wenn man sowas könnte. Oder man kann das sowieso. Hat irgendjemand von euch Gefahreninstinkt? Ja, Natürlich. gut, dann dürft ihr auch nochmal Gefahreninstinkt würfeln. Ritter Travigor und Rafim, ihr kennt das Symbol wohl als, das muss Schlangenfurt sein. Der Junker von Schlangenfurt sitzt zumindest hier, zumindest im normalerweise würde er etwas nördlich von hier in seiner Burg sitzen, Burg Schlangenfurt, wo dann auch der Wald mit Schlangenbrut liegt. Also, wenn dann Schlange drauf ist mit den weißen Punkten, dann ist das definitiv das Symbol von
Viktorian Schlangenfurt. Weiß man was über seine politische Situation, ob er mit dem Mittelreich kämpft oder eher Kriegsherr eigener Gnaden ist? Also er ist rechtmäßig eingesetzt, wie er in den letzten Konflikten gestritten hat. Sicherlich wird er vielleicht 10 Soldaten geschickt haben, über mehr würde er wohl nicht verfügen. Das ist zumindest so deine Auffassungsgabe. Also er ist kein Kriegsherr von eigenen Gnaden, die Burg gehört ihm. Wie sehen denn die Männer aus? Gut bewaffnet, schlecht bewaffnet, abgerannt, sieht das nach einer militärischen Einheit oder eher nach einer Räuberbande aus? Ja, da darfst du nochmal eine Sinnschärfeprobe würfeln. Da sind auch viele Punkte gut. Das sind Krieger oder Soldaten vom Schlangenbrut. Von der Burg Schlangenbrut. Aber die hocken hier irgendwo oben drüber. Okay. Keine Ahnung, der Mann sagt mir nichts. Hab noch nie von dem vorher gehört. Ich weiß nur, dass der sein Wappen so aussieht. Und sind die gut oder schlecht? Nun. Keine Ahnung. So gut, wie man hier in der Wildermark sein kann. Nun, also diese Familie sagt mir natürlich nichts. Aber ich habe tatsächlich einmal, damals noch in meiner Noviziatszeit, eine Aufstellung von allerlei hesindegefälligen Wappen gemacht. Und dieses kam auch drin vor. Aber ich muss euch sagen, also der Zeichner, der war irgendwie nicht besonders geschickt. Da sind viel zu wenig weiße Punkte drauf. Also eigentlich müsste das anders aussehen. Die sehen jetzt nicht gerade nach einer militärisch schlagkräftigen Truppe aus. Wie viele sind es denn eigentlich? Ein Dutzend, also 12 Leute, die da jetzt bei einem kleinen Feuer sitzen. Die haben auch nicht wirklich Angst oder sowas. Die machen das jetzt hier, sieht so aus wie, ja, Patrouille ist es nicht. Aber die sitzen in einiger Entfernung zu dem Junkerschloss Schlangenfurt und... Korian, was sagst du? Hast du auch so ein schlechtes Gefühl wie ich? Weiß nicht. Also wir können vermeiden, da dran vorbeizugehen. Lass uns doch einfach außen rumgehen, ist doch kein Problem. Ja. Denke ich auch. Ja, das ist eine gute Idee. Selbst wenn es Verbündete sind, sind das eh nur irgendwelche Bauerntölpel. Halten uns sowieso nur auf. Ja, dann werden wir versuchen, die zu umgehen. Ja, ihr könnt entweder auf der linken Seite direkt an der Gernat entlang schleichen, also dann durch dieses... direkt an der Böschung entlang. Da müsstet ihr euch allerdings verstecken. Das ist natürlich ein bisschen erleichtert, weil da genug Büsche sind. Aber ihr könntet sonst auch auf der unteren Seite, also rechts lang gehen an den Hügeln. Um da dann aus Entfernung dran vorbeizugehen, müsstet ihr allerdings schon dann nochmal mindestens 2 Meilen machen. Also es würde euch sicherlich eine Stunde oder 2 Stunden kosten. Was meint ihr, kurzer oder langer Weg? Wir wissen könnt nicht, ihr euch in der Büsche schlagen? Ist. Also ich schon ganz gut, ich mache mir eher Sorgen um unsere Frau Gewaltige. Ich bin auch nicht so der Schleicher. Machen wir den langen Umweg, bevor wir uns hier mit irgendwelchen Arschlöchern prügeln müssen. Und dann? Ich prügele mich wirklich ungern mit Arschlöchern. Auch ihr lernt das lieben, glaubt mir. Ja? Dann nehmen wir den langen Weg. Gut, dann nehmt ihr den langen Weg und könnt einen doch recht großen Umweg über die Hügelkette nehmen, der allerdings dann auch ohne weitere Zwischenfälle bleibt, bis ihr dann nach ungefähr 8 weiteren Meilen und dann 2 oder 3 weiteren Stunden auf die nächste Straße trefft. Direkt vor euch liegt der finstere Wald mit ein bisschen Geografie und Rafim war ja auch an dieser Stelle schon einmal, könntet ihr euch zusammenreiben, dass das wohl Ogerhain Schlangenbrut ist, wo dann Viktorian Schlangenfurt sitzt, der Junker, an dem ihr eben vorbeigegangen seid. Direkt durch den Wald, nach rechts oder nach links. Was sagt denn die Hand? Die Hand sagt, durch den Wald hindurch. Wald sind Untote, ich sag's nur vorher. Dann müssen wir da durch. Wissen wir, wie groß der Wald ist? Seitlich dran vorbeigelaufen, schon ein paar Meilen. Aber wie weit der in die Richtung geht, keine Ahnung. Aber es kann doch auch sein, dass der Eingang in diesem Wald ist, oder? Was haltet ihr davon, wenn wir uns am Waldrand halten und mal gucken, wie sich die... Wie heißt das nochmal, dieses Weiser-Ding? Der Südweiser. Der Südweiser auf seine Hand fällt und dann sehen wir, ob es in dem Wald ist oder dahinter. Halte ich für eine sehr gute Idee. Ihr seid von Hesinde geküsst. Im übertragenen Sinn.
Ja, wahrlich, preiset die Allweise. Ja. Los. Lass uns weitergehen. Gut. So könnt ihr an dem Wald entlang gehen und direkt nicht in ihn einbiegen. Rafim hat vor den Untoten gewarnt. Zumindest beim letzten Mal saßen sie hier, und wenn ihr auf die scharrenden Fußspuren in den Feldern schaut, hier gab es wohl relativ viel Bewegung, vielleicht etwas zu viel, und auch sehr ungelenke Bewegung. Es sieht zumindest nicht so aus, als ob die Bauern hier Felder bestellt hätten. Es sieht aber doch sehr aufgewühlt aus. Wenn ihr einer verbrannten Ruine nach der anderen folgt, könnt ihr dann auf eine Burg treffen. Burg Schlangenfurt, wo es tatsächlich jetzt auch wieder so etwas wie Wimpel gibt, die hochhängen, und die sehen ähnlich aus. Auch wieder eine Schlange darauf, allerdings mit etwas mehr weißen Punkten darauf, und das scheint dann wohl eure Hesindegeweihte sehr viel zufriedener zu stimmen. Das sieht zumindest sehr ähnlich aus zu der Zeichnung, die du in deinem Bildband gefunden hast. Ja, so muss das aussehen. Schaut einmal, wie schön die Schlange gezeichnet ist. Mit ihren roten Äuglein und das Mäulchen. Seht ihr das? Und die Punkte? Das heißt, die anderen waren unter falscher Flagge unterwegs oder haben das Wappen gefälscht? Oder einfach schlechte Künstler. Wir können sehen, wie jetzt Wachen an die Zinnen herantreten, die Hand in die Stirn legen. Wer seid ihr? Kommt ran auf den Meter! Oh Junge. Ich glaube, das ist der Moment, wo man die Sinnegeweihte vorschickt, weil der Rest von uns aussieht wie ein Haufen Banditen. Finde ich gut. Da muss ich ein bisschen widersprechen, also. Ja, geht jetzt mal. Dann tretet mit mir vor. Das wird sich ja gut. Die Herrinnen Travia und Hesinde zum Gruße, guter Mann. Wollt ihr uns wohl hineinlassen und Obdach gewähren für die Nacht? Wer seid ihr? Mein Name ist Mahira Saba Mojde. Das sagt mir nix. Euer Gnaden, Hesinde Geweihte, in Begleitung von Ritter Travigor von Wandlet, Ritter des Heim- und Herdfeuers zu Romulus, der Blutnacht zu Romulus, im Auftrag... Wahrzeit, Bruder, wir haben euch nicht erkannt. So dunkel. Könnt wohl sehen, ja, wie es einige Handbewegungen gibt, und dann könnt ihr nach kurzem Moment auch das Rattern des Tores erkennen, wie es dann nach oben gezogen wird. Ja, Travigor, ihr habt mir ja gar nicht gesagt, dass er diese Leute kennt. Das wusste ich auch nicht, aber nun, bei aller Bescheidenheit, mein Ruf spricht sich wohl rum und eilt mir voraus. Nichts Ungewöhnliches. Ach, das ist ja beeindruckend. Und ich denke, wir können dann auch mal die anderen, ich wink so ein bisschen nach hinten, damit die wissen, dass sie näher kommen können. Oh, ich mache das neu gelernte Attackzeichen, das ich von Ardo gelernt habe, dass sie herankommen sollen. Grinse dabei ganz stolz. Müssen wir da wirklich reingehen? Naja, besser als unten in der Nacht. Das ist eine Schlangenburg. Was Besseres könnte es geben? Wir sind noch im Auftrag unserer allweisen Herren unterwegs. Das ist ein gutes Omen. Richtig. Mhm. Na dann mal los. Gut. Arbeit uns übrigens so. Attack wird gut. Ja. Sicher. So könnt ihr eintreten in die Burg von hoffentlich Viktoria in Schlangenfurt. Und es kommt euch dann tatsächlich auch jemand entgegen, der so aussieht wie ein Edler. Hat einen Waffenrock übergestreift, trägt auch selber keine Rüstung, auch kein Leder oder sowas unter sich und auch nur einen kleinen Dolch an seinem Gürtel. Schaut euch an und verbeugt sich dann höflich vor euch. Ah, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Viktoran Schlangenfurt. Ich bin der Junker hier. Und ihr seid? Ich blicke den Ritter auffordernd an. Es ist mir eine große Ehre, euch zu treffen. Ritter Travigor von Wandlet, Ritter des Heim- und Herdfeuerordens zu Romulus in Begleitung von seiner Gnaden Mahira Saba Mojde. Ganz genau. In Begleitung vom Akoluten Rafim, Akoluten Korian, einem dem Trotz. Sehr gut. Ausgezeichnet. Endlich schickt Leo mal Verstärkung. Das ist gut. Ich brauche euch direkt. Ihr müsst direkt nach Ogerhain. Ihr wisst Bescheid?
worum geht es denn? Wir waren eigentlich in einer anderen Queste unterwegs. Ihr seid doch der Hauptbeauftragte von Leoma, oder nicht? Leoma vom Berg, der Reichsjetzmarschall. Er hat gesagt, er schickt Verstärkung. Scheint sich hier um Missverständnis zu handeln. Was? Nein, Papalapap. Ihr wollt einfach nur die Nacht hier bleiben oder wollt ihr noch weiterreisen? Die Nacht hier bleiben wäre ganz gut, aber wenn ihr einen Kontrakt habt für in ein paar Wochen, dann komme ich gerne noch einmal vorbei. Das ist selbstverständlich. Wir brauchen dringend Hilfe und wenn ihr tatsächlich Heroen seid, dann ihr seht mir tatsächlich sehr kampfstark aus und auch eine hohe gelehrte Dame, gerade in dieser Kombination kann ich euch sehr gut gebrauchen. Ja, wirklich? Weshalb denn? Was für Sorgen plagen euch denn? Finstere Mordbuben, hohe Dame. Finstere Mordbuben. Die Schlangenbrut sitzt in den Wäldern und sie werden von dem Ghul angeführt. Von einem Ghul angeführt? Dabei sagt man Ghulen doch nach, sie seien unintelligent. Wir sind euch nicht ganz sicher. Er heißt zumindest Ghul. Ich glaube, es ist tatsächlich kein richtiger Untoter, aber er verfügt zumindest über eine ganze Menge an Räubern und an Untoten. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob er ein Nekromant ist, hohe Dame, aber zumindest führt er mein Wappen. Unser Wappen. Das Wappen derer von Schlangenfurt. Ach. Ja. Wir haben doch da welche getroffen, oder? Ja, mit einem ganz schlecht gemalten Wappen. Habt ihr sie ausgeräuchert, hohe Dame? Nein. Warum nicht? Wir dachten, es seien vielleicht nur unbegabte Künstler. Nein, wir plagen uns seit Monaten umher. Eigentlich seitdem das hier angefangen hat, nachdem die Schlacht von Werheim, plötzlich tauchten sie auf und wir hatten uns dann überlegt, ob wir noch die Banner einziehen. Aber nein, wir hängen sie draußen in den Wind, auf dass jeder das prächtige Wappen und das richtige Wappen erkennt. Sicherlich wird das auch durch niemanden verwechselt. Ich meine, unsere Schlange sieht sehr viel graziler aus und die Anzahl der Punkte ist auch die korrekte. Ihr habt ist eine gut, sehr Junker. Schöne Schlange, das muss man sagen. Machen wir auf dem Rückweg. Ja, da würde ich mich dann auch anschließen. Ghule müssen ausgeräuchert werden. Das ist richtig und mit Sicherheit ist es ein Nekromant oder so etwas ähnliches. Jedenfalls jemand mit nekromantischen Fähigkeiten und so etwas gehört ausgemerzt. Korrekt. Es könnte auch ein Vampir sein, allerdings weiß ich nicht genau, ob es Vampire gibt. Oder ein Paktierer. Zumindest sind das finstere Mordbuben, die unser Eins und unsere kleine Burg mit dem dazugehörigen Wald empfindlich stören. Ich hätte mich ja beschwert bei dem Baron von Binsböckel oder von Berla, aber die gibt's ja leider nicht mehr. Gibt's ein Kopfgeld auf die Herren? Ich kann euch sicherlich 5 Silbertaler geben. Und wie gesagt, eigentlich ist das unsere heilige Pflicht, hier für Ordnung zu sorgen. Aber wie gesagt, ich denke, wir sind in einer dringlicheren Mission jetzt erstmal unterwegs. Vielleicht hat sich das Problem ja bis dahin wieder geregelt. Ja, haben wir dann Arbeit auf dem Rückweg. Richtig, ich bin mir sicher, auf dem Rückweg können unsere schlagkräftigen Herren euch weiterhelfen, Herr Junker. Ausgezeichnet. Dann, ja, wie gesagt, ihr könnt euch hier aufhalten. Wir werden die Gästebetten für euch herrichten, wenn ihr mögt. Da ihr doch edle Krieger seid und ihr dürft gerne dann auch länger hier verweilen, wenn ihr mögt. Allerdings sind die Wälder tatsächlich gefährlich, wenn ihr dort euch nicht direkt hineinbegeben wollt, um den Ghul aufzuhalten. Sag mal, Asgrim, Rafim. Ja. Habt ihr auf dem Rückweg schon was vor? Ja, also ich muss wen einholen. Also ich muss danach Tempo machen. Zu schade. Aber auch euch können wir zählen, oder, Asgrim? Genau, das habe ich mir schon in den Kopf gesetzt. Ich möchte Ghule töten. Ja, kann ja mit dem Dutzend zerlumpter Kerle anfangen, die wir gesehen haben. Die werden uns dann sicher ein paar mehr Sachen verraten, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Lass uns schlafen gehen. Gut, so könnt ihr die Nacht hier in Burg Schlangenfurt beim Junker Viktoran verbringen und unterziehen. Die Nacht kann weiter vergnüglich sein. Immerhin gibt es hier in Zivilisation noch genug Alkohol, was dann auch direkt über die Gernard geführt werden kann, direkt in der Nähe von Vargansheim, den zumindest Rafim schon kennengelernt hat, den Druiden Vagan. Allerdings war er damals nicht in seinem Wald, sondern in dem Trollenswald, weiter im Osten von hier.
So könnt ihr euch einige Geschichten erzählen, welche Heldentaten ihr schon verbracht habt. Und Rafim, erzählst du, dass du Galotta umgebracht hast? Nö. Ich brauch damit nicht angeben, das sieht man mir an. Ja, okay. Mein Charisma strahlt das aus. Gut. Ja, so könnt ihr die Nacht hier bleiben und dann am nächsten Tage aufbrechen, wenn ihr mögt. Es sei denn, ihr wollt noch etwas tun. Gut, dem ist nicht so. Dann brecht ihr am nächsten Tage wieder auf und könnt dann wieder viel Reisezeit zurücklegen. Nach 10 Meilen, seid ihr euch sicher, nach 10 oder 11 Meilen, würde sich dann der Waldschlangenbrut etwas lichten und ihr könntet dann auf der rechten Seite den Durchbruch wagen. Alternativ würdet ihr direkt an einen zweiten Wald herankommen, der euch dann in einiger Entfernung auch direkt an die Gernard führen würde. Sodass ihr dann dort relativ schutzlos wäret. Ah nee, dann durch. Mach doch nochmal deinen Südweiser auf der Hand an. Das ist selbe Prozedere. Da der Bluttropfen nämlich an mittlerweile ziemlich weg sein wird, werde ich mich nochmal schneiden und dann meinen Hand-Südweiser anschmeißen. Ja. Ja, wird wieder weiter zeigen nach Nordost. Ja, mittlerweile nur noch nach Nordosten, nicht mehr nach Nordost-Nord, sondern jetzt, also ein bisschen habt ihr schon hinter euch gebracht. Er ist also ein bisschen genauer geworden. Wir kommen näher. Verändert sich das Zeichen irgendwie? Wird es stärker? Nee. Gut. Da lang. Lasst uns hier jetzt durchbrechen oder nach oben laufen? Ja. Ja, wie ihr meint, ihr könnt euch hier besser aus als ich. Wirklich nicht. Wie war es denn eigentlich früher hier? Wart ihr schon vor dieser ganzen Zeit einmal hier? Also hier jetzt nicht, aber bei Werheim halt. Ganz kurzfristig bin mal hier durch das Land geritten, aber nichts Besonderes. Ein paar Bauern hier, ein paar Barone da. So. Kein Preis mit. Also dieses Land erscheint mir ein wenig rauer, als ob man hier nicht so gut Ackerbau betreiben könnte. Damit bin ich unfassbar überfragt. Ich habe keine Ahnung, ob man hier Ackerbau betreiben kann. Herr Ardo, sag doch einmal, ihr seid doch ein Dorfbub. Mehr oder weniger. Ihr seid auch noch sehr wortkarg. Das müssen wir üben. Ich habe Hunde gezüchtet. Von Ackerbau kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Ein Land der Hundezüchter? Viehzüchter? Ja, nee, hier gibt's halt auch noch Rinder. Die tapatischen Rinder. Oh, natürlich, jetzt erinnere ich mich wieder. Lecker. Und sonst, ich glaube Getreide oder so, aber wie gesagt, nicht meine Profession. Na gut. Also, gehen wir jetzt durch diesen Wald oder am Waldrand entlang? Am Waldrand lang, würde ich es sagen. Zwischen den beiden Wäldern hindurch. Dürfen wir eine Sinnschärfeprobe würfeln, vor allem auf Gehör dieses Mal. Dann bekommt ihr tatsächlich alle mit, der eine weniger früh, vor allem Malhira ist da wohl etwas abgelenkt, Malhira, aber durch das Knacken könnt ihr wohl hören, wie da mindestens eine Person von Süden nach Norden auf euch zuläuft. Faust hoch, Faust flach, leg mich auf den Boden. Ich gucke dich kurz verwirrt an und mache es dir danach. Ach ja, richtig. Ich mache es auch nach. Ich raffe erst umständlich meine Wickelkleider zusammen, ja, und kaufe mich dann auch auf den. Während du noch deine Sachen nach oben raffst, kannst du wohl erkennen, wie jetzt aus dem Wald ein verschmutzter Mann läuft. Er hat nur noch seine Untergewänder an und läuft da vollkommen abgehetzt auf die Lichtung, beziehungsweise jetzt auf diesen Zwischenbereich, wo ihr dann durchbrechen könntet, wolltet, und sieht dich dann wohl auch gerade, wie du da in deiner grünen Robe stehst. Die anderen sind wohl rechtzeitig noch abgeduckt zwischen diesen kleinen Gräsern, die es da wohl noch gibt. Und er guckt dich an, völlig entsetzt. Ihr müsst mir helfen! Ihr müsst mir helfen! Hier bleiben und ihm nicht dahin laufen, bitte.
stolpert auf euch zu. Er hat uns gesehen, denke ich. Ja, wir müssen ihm helfen. Er bittet um Hilfe. Wir müssen ihm doch helfen. Ich halte mal das, ich halte mal den Wald hinter ihm im Auge. Hm. Ja, also wie gesagt, vollkommen verdreckt. Nur noch seine Unterkleidung, Untergewänder. Er sieht wohl so aus, als könnte vielleicht sowas wie ein Söldner sein, zumindest von seinen Muskeln her. Aber ansonsten, nach Reisegewandung sieht das nicht aus. Also der ist nicht reisefähig. Na, das Schwert. Ich auch. Ich rappel mich auf, klopf den Dreck weg und auch mein oder hab meinen anderthalb Händer in der Hand und gehe auf ihn zu. Er erschreckt sich, hebt die Arme hoch. Ich bin unbewaffnet! Er bleibt auf Abstand. Muss ich helfen, bitte? Ich bin Stordian Rocken. Ich wurde gerade überfallen. Also, was heißt gerade? Vor einer Stunde oder so? Von wem? Räuber, sie hatten Uniform, Räuber, und sie haben gesagt, sie wollen Wegzoll, und dann habe ich ihnen Wegzoll gegeben, und dann wollten sie mehr, und dann haben sie mir meine Schuhe weg, und meinen Rucksack, und mein Schwert, meine Rüstung, sie haben mir alles ausgezogen und mich dann durch den Wald geschickt. Bei den Göttern. Grausam, was für ein Wappen trugen sie? Ich weiß nicht, irgendwas mit der Schlange. Ach, das sind doch diese Mordbuben. Sie haben mich ausgezogen. Eine schöne Schlange oder eine hässliche Schlange? Ich kenne mich damit nicht aus. Bin einfach durch den Wald gegangen und dann standen sie plötzlich da. Und ich dachte mir so, Wegzoll, das ist ja ungewöhnlich. Und dann wollte ich ihnen ein Silber geben. Und dann sagten sie was von erhöhten Gebühren, weil das jetzt Wilderland ist. Und ich habe sie nicht ganz verstanden. Und dann plötzlich war mein Rucksack weg. Sie kamen mit ihren Pferden auf mich zu. Von überall, von links und rechts. Und haben mich eingekreist und dann schlugen sie mich, weil ich den Rucksack nicht ausziehen wollte. Und darf ich mitkommen? Ihr müsst mich beschützen, darf ich mitkommen? Nein,